Mir bereitet das jetzt noch keine schlaflosen Nächte, wie wir sozusagen in diese technologische Zukunft reinstolpern. Aber ich habe da schon großen Respekt vor. Es ist eine große Herausforderung, dass viele Politiker noch immer nicht wirklich verstehen, was die digitale Transformation eigentlich für sie bedeutet und für uns alle. Weil viele das immer noch so ein bisschen in dem Bereich so, naja, das ist irgendwie für Technikfreaks oder für Internet-Nerds schieben und sie sich quasi um die großen Themen Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Innenpolitik kümmern. Dass das aber alles davon natürlich massiv betroffen ist und dass wir keine Wirtschaftspolitik mehr ohne die Digitalisierung denken können, dass wir keine Politik mehr der inneren Sicherheit zum Beispiel ohne die Digitalisierung und das Netz diskutieren können, das haben die wenigsten erkannt und da gilt es eben gemeinsam daran zu arbeiten, das zu ändern. Die Arbeit an der Datenschutzgrundverordnung, wo ich als Berichterstatter sozusagen die Meinungen des Europäischen Parlaments zusammenbringen musste und dann gegenüber den Ministern auch verhandeln musste, die ist schon so beispielhaft für das, was eigentlich an Herausforderungen der Digitalisierung auf uns zurollt. Wir müssen erstens deutlich mehr gemeinsam europäisch handeln, denn nationale Standards werden im Internetzeitalter und im globalisierten Markt nicht mehr durchsetzbar sein. Wir können den gemeinsamen Markt der Europäischen Union nutzen, um Standards zu setzen. Und wir müssen zweitens dafür sorgen, dass die Regeln, die wir bisher hatten, an die neue Zeit technologischer Entwicklung angepasst werden. Denn die Datenschutzgesetze zum Beispiel, die wir bisher haben in den Mitgliedsländern der EU, die stammen alle aus den 80er und 90er Jahren, zum ganz wenigen Teilen vielleicht aus den 2000er Jahren, aber trotzdem haben Sie alles das noch nicht mitverfolgt, was eigentlich in den letzten 10 Jahren an massiven technologischen Fortschritt stattgefunden hat, an Profiling und Data Mining, an Big Data und Vernetzung aller Lebensbereiche, Internet der Dinge, dass sozusagen selbst wahrscheinlich meine Jacke irgendwann Daten aussenden wird oder mein Auto selbst fahren wird sozusagen. Das alles ist noch nicht berücksichtigt in dieser Gesetzgebung. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass bei diesen Verhandlungen nicht nur Kompromisse zwischen den unterschiedlichen Gesetzen aller EU-Länder gebunden werden, sondern auch das Beste an Meinungen und Argumenten zusammengetragen wird über diese neue technologische Entwicklung. Und das ist ein Riesenprozess. Da kommen Tausende von Gedanken und Sichtweisen zusammen. Das zu moderieren ist sehr, sehr aufwendig. Man muss sich sehr tief einarbeiten. Man braucht viele Leute, die daran mitwirken. Und gleichzeitig die Öffentlichkeit nicht abzuhängen, sondern mitzunehmen, weil es ja auch eine Demokratie ist, die wir hier gestalten, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und das ist auch sehr, sehr viel Arbeit, die da zu leisten ist. Im Falle der Datenschutzverordnung haben wir da also 3-4 Jahre wirklich intensiv dran gearbeitet, bis es dann endlich zu einem Ergebnis kam. Demokratische Gesetzgebungen oder demokratische Prozesse werden natürlich umso komplizierter, je komplexer technologisch oder auch von der Institutionalisierung, also dass wir quasi supranationale, internationale Gesetze verabschieden, je mehr das voranschreitet. Und wir haben also jetzt beim Datenschutz gesehen, dass es natürlich sehr, sehr schwierig wird, weil die technischen Details eben mit berücksichtigt werden müssen in den Gesetzen und nicht alle Politikerinnen und Politiker von vornherein irgendwie eine Ahnung davon haben. Und das ist vergleichbar wie mit der Bankenregulierung zum Beispiel, wo wir den internationalen Finanzmarkt regulieren müssen und die Verfahren, die da stattfinden, so technisch sind, so detailgenau geregelt werden müssen, dass Politik fast gar nicht mehr in der Lage ist, das wirklich zu diskutieren. Und das zusammenzubringen, sowohl eine politische Debatte, die natürlich eine Entscheidung treffen will, sollen wir eher mehr Bürgerrechte oder eher weniger Bürgerrechte haben? Sollen wir eher mehr Flexibilität für die Unternehmen oder eher weniger haben? Sollen wir mutig internationale Standards setzen oder weiterhin eher auf nationale Standards setzen? Auf der anderen Seite aber eben technische Details regeln müssen und das zusammenzubringen, das ist eine Riesenherausforderung. Da muss man sehr, sehr viel reden, viel wiederholen, viel Informationen vermitteln, versuchen Bilder zu finden für das, was sehr technisch stattfindet, Dinge vereinfachen natürlich, aber trotzdem den Gehalt dabei nicht verlieren.
das ist eine Bildungsaufgabe auch, die wir da in der Politik leisten müssen. Was es braucht, sind vor allen Dingen Leute, die der Politik und der Öffentlichkeit, uns allen im Grunde genommen, die Technik noch mal viel besser erklären, so dass wir sie verstehen können, die sich also nicht zurückziehen in sozusagen ihr kleines Kämmerchen, wo sie dann mit Technikbegriffen um sich werfen können, sondern die rausgehen in die Gesellschaft, in den Leuten mit erklären, was auf sie zukommt, was die Technologie mit sich bringt und welche Fragen damit ungelöst sind, damit die Gesellschaft sich damit auseinandersetzen kann und damit eben auch der Politik deutlich machen kann, das ist für uns eine relevante Sache und auch deswegen werden wir euch wählen oder eben auch nicht wählen.